Genie, quit living on dreams. Oh, schön seid ihr rangeflattert hier. Ach so, hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Kalle. Neben mir sitzt der gute Henno. Kalle, Mensch, was hast denn du da an? Oh, ich habe einen neuen Pullover bekommen. Oh. Straight oder Spandau, ich darf dir mal zeigen. Der steht dir unfassbar gut. Ja, danke. Herrlich, Kalle. Könnt ihr euch auch kaufen. Link ist in der Beschreibung. Diesmal wirklich. So. Echt? Ja. Diesmal wirklich? Ja, wir haben gerade schon ein bisschen diskutiert. Oh, mach du mal. Ist dein Projekt, Alter. Genau, wir haben ja gerade ein bisschen diskutiert. Ja, du nimmst immer so diese ja, ich bin dann so in Fahrt. Ich habe dann immer so Bock. Die Kommandantenrolle ein. Also wir wollen natürlich unser Lager ausbauen. Was wir machen können, um jetzt auch Zeit zu sparen, komm mal zu mir. So unten. Entschuldigung. Das sieht halt aus, als würde der so kacken oder so. Ja, da ist ja viel freie Fläche. Ja. Hier so. Und hier unten, hier könnte man so eine Rampe einfach nur hochbauen. Und oben nur ein Tor. Weil dann brauchen wir nicht dick Zaun und Wände. Weil auf die Fläche oben kommt man nicht hoch. Da kommt kein Dino hoch. Das heißt, wir bauen nur eine Rampe, damit wir da was hochmanövrieren können. Stellen das oben ab und entspannen. Trinken Kaffee, genau. Hey, AMVW. Sind doch aus der Champions League jetzt auch gerade raus, ne? Und erster Platz sind die auch nicht mehr, ne? Ja, wie liefst du eigentlich für Schalke in der Champions League? Oder mal belohnt. Mehr Tore in der K.O.-Phase gemacht als der Kack-BVB. Ja, aber 0-7, Alter. Ja, und? Aber zwei Tore. Muss ja auch erstmal mal gegen City. BVB hat kein Tor gemacht. Ja, ich warte auf den Tag, dass Bremen auch. Was bist du eigentlich so gegen mich? Ja, weiß ich auch nicht. Vor allem direkt so. Also, findest du es jetzt gut oder nicht? Ja, ich finde das supi. Ran ans Werk. Was macht der da? Das Nexus ist so ein Mini. Oh, der... Oh, nö. Oh, der tötet Babys. Das ist so ein Salamander, der in einem Loch festhängt. Oh. Oh, voll schön. Gleich hat er ihn weggesnackt. Pass auf, jetzt kippt er gleich aus dem Latschen, Alter. Oh. Geht er jetzt auf dich? Ja. Ja. Okay, sag mir, was ich tun kann, weil ich bin halt dumm, aber ich kann gut Aufträge ausführen. Ich muss jetzt... Also, sammel Holz. Ist erstmal überlegt? Sammelholz! Machen wir es schön oder scheiße? Oh, wir können schon ein bisschen auf Schönheit gehen, finde ich. Also jetzt nicht alles so nur so hinrotzen. Ich meine, wir haben ja auch versucht... Ist ja gut! Ich hab's verstanden, Alter! Okay, wo soll ich dir das Holz hinkloppen? Einfach in den Schrank? Shit. Ja, einfach in den Schrank. Ja, ich wusste, war gerade schwierig. Ja. Können wir den Kutschini auch noch irgendwas gebrauchen? Ja, beim Tame vielleicht, ne? Weil der macht ja die Gegner so langsamer. Alter, was ist er denn für einer? Ich denke, hier kommt keine hoch! Komm mal! Alter! Der haut hier einfach drauf! Das ist so ein MG-Ding! Ich greife ihn an. Wie kommt der hier hoch? Einfach drauf. Alter! Woher kam der? Alter, der war hier auf einmal drauf! Hä, der ist doch aus dem Himmel gefallen, oder? Du noch eben so erzählt? Ja, hier kommt keiner rauf, auf einmal steht der bei uns. Hä, aber wieso? Der war auf einmal in unserem Haus! Ja! Das muss irgendein Bug gewesen sein, dass der irgendwie hochgeglitscht ist. Ich hab jetzt, ganz kurz hatte ich das Gefühl, das war es jetzt komplett. Ich habe jetzt gedacht, die zerficken uns jetzt, der zerfickt uns jetzt hier alles. Nee. Pterodons halten nicht viel aus, aber machen ultra den Schaden. Ich dachte gerade einfach nur so, shit, unser Leben ist gefickt. Dachte erst, er fliegt so vorbei. Ja. Und fällt da gerade runter oder so. Wundermal. Ja, belohnt. Nee, eigentlich gar nicht. Nee, überhaupt nicht. So, wohin damit? Gib die einfach mal, tu die mal in die Motte. In die Motte rein. In die Motte. Komm mal her, Gucci. Okay, jetzt schau mal, wie ich mir das vorstelle. Ih, der hat geschissen. Blut! Wir machen über Eck. Aha. Scheiße. Jetzt hast du hier ein Fundament hingesetzt. Entspann dich. Aber man kann ja aufheben wieder, das ist so belohnt. Geiler Patch übrigens. Ich krieg nicht zwei nebeneinander, weil es hier zu... Der Abhang ist zu krass. Boah, es ist ja unbelohnend. Okay, ihr wollt es, ihr kriegt es. Aha. Jetzt hier Dächer. Oben haben wir doch noch Dächer, oder? Dann machen wir hier so über Eck. Das ist mein Plan gerade. Kein Einrasspunkt. Ja, warte. Warte, ich baue die mal. Guck dir mal. Ah, jetzt könnte ich so. Aber das ist halt scheiße. Guck mal. So geht nur. Nee, das ist scheiße. Warte mal. Aber dann ist hier ein Gap. Ark ist so ein Kackspiel, wenn es ums Bauen geht. Ne, ist unfassbar. Ohne Witz, das Bauen kriegt immer das Kotzen. Immer wieder. Ja, ich bin Meister, Henno. Guck mal hier. Und dann gehen sie hier rauf. Sieht halt kacke aus, aber besser als nicht zu haben. Definitiv. Ja, also ich find's gut. Dann baue ich da einfach mal, der Schick ist halt halber auch ein. Der Schick ist halt halber? Ja. Ja gut. Hä? Mach mal auf mich. Arg in den Natschel. So, ich will, dass das ja... Da muss man... So. Achtung. Der hängt ja jetzt in der Luft. Ja.
Lass mal Atlas rausbringen. Und ein paar DLCs. So, oder? Sky? Ja, hier ist doch so ein scheiß Stein jetzt. Das ist so ein Dreckspiel. Schnell abbauen. Fick die Henne. Warum machst du das denn überhaupt? Aus Schickes halber. Oh, fuck. So ist gut. Bau den schnell ab. So, jetzt? Nee. Der, fick mich. Der Willi guckt schon wieder raus. Ja, wir lassen es. Du musst den genau... Mama, nee. An die Wand. Alter. Jetzt, oder? Nee. Alter! Aber ich glaube, das ist normal. Weil der hier ist nur so, weil es halt komplett durcheinander ist. Ja, also es sieht schon scheiße aus, aber... Ja, ich weiß. Solange die Viecher rüberlaufen können, so. Ist ja auch immer. Genau. Genau. Lass einfach mal ein bisschen Holz farmen und das alles in die Truhe und in den Kutscher ballern. Der kennt den Weg. Kann ich nicht. Der Kutscher kennt den Weg? Von Otto? Sorry. Nee, komm, Max. Otto? Otto kenne ich, aber nicht das mit dem Kutscher kennt den Weg. Ja, gut. Das Otto Walkes kennt doch jeder. Ja, sorry. Also das, nee, bei sowas brauchst du... Nee. Kennst du Johnny, Anna? Kennst du Jonah Schmidt? Der kennt niemanden. Der weiß nicht mal, wer Thomas Gottschalk ist. Das ist ein ganz schlimmer Finger. Ich glaube, Kutscher hat kein Star Wars geguckt oder kein Herr der Ringe. Aber das ist ja auch ein Fein. Also sowas finde ich noch fein. Ja, wenn du da keinen Bock drauf hast... Hast du auch nicht? Doch, doch. Ich habe Herr der Ringe, Star Wars... Harry Potter? Harry Potter, alles geguckt. Okay, das sind die drei wichtigen. Ja, ja. Ich bin ein Mensch, verstehst du das? Aber es gibt halt Leute, die haben... Unmenschen. Ja. Hab ich gerade nochmal gerettet hier. Ne? Ja, ja. Fuck! Hier ist ein riesen Kamel vorbeigerannt! Alter! Hä, warum rennt das hier vorbei? Vor allem... Die Rampe hoch! Es funktioniert, Kalle! Wie? Ist das aggressiv? Nee, nee. Ich kill es, oder? Ist fast tot. Ist fast tot. Ja, mach mal weg den Lachs. Boah, schön. Klasse. Hä? Jetzt rennt er weg. Oh, schöne Fassrolle. Supi. Ja, toll. Klasse. Alter, er war Level 120. Yo, Level up, easy. Wasser trinken. Ich kann von dem jetzt Wasser trinken. Sag ich mal. Ich kann hier Wasser trinken. Ja, lecker. Ach, man hört es eigentlich, ne? Ich hier weggeschluckt. Ja, haben wir ein kleines Reservoir. Liegt da tot in der Ecke. Falls du ein Schlückchen Body willst, geh mal ran an Uli. So, dann komm hier zu mir und dann siehst du, was ich gemacht habe. Ja. So, ich habe da noch eine Wand, weil du brauchst immer eine Wand, damit eine Rampe dran kann. Aber das finde ich okay. Ja. Das doch. Ja. So, und hier oben würde ich jetzt wieder Dächer bauen, oder? Ja, voll. Bis dahin. Und dann noch eine Rampe. Oder so eine Treppe. Weil meine Vermutung ist schon, dass wir noch einen höher müssen, aber dann ist wahrscheinlich zu hoch. Ne? Du kannst ja nicht... Ich würde da ran und dann gucken. Weil man kann die Rampe ja so ein bisschen im Boden machen, so bündig. So. Oder die Treppen halt, wie ich es da oben gemacht habe bei unserer Base. Supi. Das heißt, du machst Dächer? Ich mach Dächer. Gib mal ein Stroh her wieder. Gib mal ein Stroh her. Oh, scheiße. Ich hab ganz viel rohes Fleisch gefressen. Oh, schon wieder? Deswegen mag ich das nicht mit dem E. E-Q. Oh, scheiße. Okay, es kann sein, dass ich gleich ich hab gerade 16 Narkobären gefressen. Das ist halt mit dem E so unbelohnt, verstehst du? Er hat den Kalle gemacht. Ja. Oh, shit. Da ist er eingepennt. Mach mal jetzt die Stahlträger drunter da. Alter. Bitte. Ja, danke. So, mach ich gern, Kalle. Ich probier's, okay? Mach mal gern. Wir sehen jetzt eh deine Sicht. Jetzt mach schnell. Musst du ready sein? Ja, guck mal, perfekt. Nee. Bisschen näher. Okay, nimm weg. Ich kann das nicht kontrollieren, wie hoch das Ding wird. Aber mach doch jetzt einfach nur einen drauf. Du musst sowieso nur einen drauf machen. So. Dann haben wir es perfekt. Echt? Oder? So ist perfekt. Geil. So, kommen die da so rauf? Guck mal. Ja. Ja. Perfekt. Mach drauf, den Deckel. So. Guck mal, da ist es bündig an der Seite. High five, Alter. Guck's dir an. Bündig. Also, bei mir ist hell. Willst du kurz auf mich? Besser hätte es nicht laufen können. Das Bauen ist so scheiße. Ey, als ob das geil ist. Ja, ist auch echt kacke. Das Ergebnis ist geil. Ja, aber ist schön mit dir, Max. Wirklich, ich freue mich auch. Also, Ark ist einfach mit meinem Lieblingsspiel. Ja. Macht mich einfach glücklich, das hier so zu farmen und das aufzubauen, die Existenz. Mag generell, wenn man so seine eigene Sache so aufbaut. Beim Landwirtschaftsdings auch so. Wir bräuchten jetzt hier... Ja, ich stimme dir zu. Juckt mich nicht. Wir brauchen hier übrigens noch was. Hol mal ran. Bau hier mal eine Rampe, Alter. Du machst gar keine Strudel mehr, ne? Hast du aufgehört? Aber ich find's immer noch witzig. Ich finde immer geil, wenn wir quasi unseren Kopf so ein bisschen bewegen. Und dass sich so verschiebt. Mach das mal. Und dann die Scheiße sich die ganze Zeit nur bewegt und unser... Geil. Place. Ja? Droppe ich dir hier zwei Rampen. So. Jetzt die Rampen schön dran schmieden. So? Ja. Und ich glaube, jetzt ist fast perfekt. Und jetzt brauchen wir nur noch die Dächer. Alter. Oh. Mann, wir könnten Rom neu aufbauen. Wie findest du es? Hier jetzt so ein bisschen Geländer? Ja, ich habe schon ein paar gebaut. Wobei, da bleiben auch Dinos oft hängen. Wobei, nee, dann lassen wir sie in der Spur, wie bei einer Bowlingbahn. Ja, ich hätte es jetzt so gemacht. Geil. Oh, das sieht so gut aus.
Na, ein bisschen auf fürs Auge. Und das ist natürlich auch Safety First wieder. Da kann der TÜV mal vorbeikommen, Alter. Und dann sagt er, ja, sieht nicht gut aus, aber ist safe, Alter. Ich hol Holz. Du färmst hier Stein? Gerne. Ja, Teamwork. Dass du da in der 5., 6. Folge auch mal drauf kommst. Supi. Kann ich dem hier nicht nochmal kurz an den Arsch und was trinken? I wish that you hadn't pulled the trigger. Shut me down with my bitter heart. My blood is getting thicker. You shut me down, you shut me down. Manchmal? Aber nur manchmal. Wirst du durch den Schnitt gehen und die so denken, Scheiße, da habe ich was verpasst. Aber ich will so eine Fettgeburt. Boah, ich habe dich voll angerotzt. Ich habe richtig die Salbe fliegen sehen, Alter. Ja, belohnt. Oh, der schmeckt saftig. Was ist denn er? Hä? Was ist das für eine Kackwurst? So ist der in unsere Bude gekommen. Die fliegen einfach vom Dach, Alter. Ich dachte, der hängt in der Luft. Geiles Spiel. Der ist jetzt genau neben uns. Oh, shit. Können wir den ficken? Ich denke schon. Hast du Stein? Ich hab ein paar. Soll ich das Tor jetzt einfach schnell machen, oder? Der kommt schon. Okay, fighten. Einfach links klicken. Achte aufs Leben von einem Dino. Lass die Kutschi in Ruhe. Ja, der hat Leben ohne Ende. Der ist tot. Belohnend. So, wie machen wir es jetzt? Können wir es jetzt hier da vorne hin machen? Das ist geil. Und jetzt bräuchten wir noch Folgendes. Oh, wie das knarrt, ne? Ja. Auf lange Sicht wird es übrigens nicht reichen. Die richtig fetten Viecher passen da nicht durch. Aber Stegos sind safe. Ja. Ich würde noch ein paar Zäune haben wollen. I wish that you hadn't pulled the trigger. Shut me down with my bitter heart. Ach, das, also ich finde das gar nicht mal so schlecht. Das sieht halt so ein bisschen ramponiert aus. Ich finde das supi. Ist super geil. Nee, hat einen guten Style. Finde ich gut. Also das ist das Werk von heute. Waren jetzt mal so zwei Baufolgen. Wir können ja auch mal wieder was machen. Aber es geht ja auch darum, uns ein bisschen zu setteln. Ist ja jetzt auch wichtig. Ja. So, jetzt sind wir erstmal durch mit dem Lachs. Jetzt können wir wieder... Ich glaube, was jetzt erstmal wichtig ist, Schmelzöfen 2 und dann ein bisschen Eisen machen. Ist fein. So, und dann holen wir uns ein Stego, fahren ein bisschen Narkobären und dann holen wir uns die fetten Geräte ins Haus. Rein. Rein in die Olga, ne? In die Olga rein drinne. Richtig in die Olga rein. Schön rein, da Buttern, verstehst du das? So, ein High Five zum Schluss? Gerne. Oh, es klatscht.